Ihr kennt ja meine Strategie, mehr alles hinschmeißen, als dann gar nichts zu haben. Hilft ja auch meistens. Und jetzt aber weggehen von dort. Ja, doch. Doch, ich glaube, sie sind alle tot. Und ich glaube auch, die letzte ist nicht hochgegangen. Soll das? Drauf. 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 Ich spiele sehr offensiv. Also, ich möchte es ja nicht sehen, wie das welche in echt machen würden. Und diese Löcher, die ich da immer hinsprenge. Seht euch die mal an. Mein Sprengstoff hat Wirkung. Ne, starke Wirkung. Ach, bei mir sind Leute gestorben. Gibt's nicht. Moment, da waren es zwei. Dann kann ich noch zwei Leute verstärken. Einmal hier. Und einmal hier. Zu die Schwächsten. Dass die noch Einheiten bekommen. Ja, wir haben Zeit. Wir bauen noch das Ding dahin. Den Beobachtungsposten. Oder? Ja. Heißt das jetzt so? Ja doch, Beobachtungsposten. Sicherheitssektoren. Was die Produktion von Ressourcen in diesem Sektor erhöht und dafür sorgt, dass der Sektor nicht so leicht von feindlichen Einheiten erobert wird. Sehr schön. Genau das wollen wir doch. Jetzt gehen wir zu dem Munitionspunkt und haben da wirklich alles eingenommen, fast. Hier, das da unten kann man nicht einnehmen. Das ist so Wassergebiet. Aber hier oben kann man noch alles einnehmen. Und wenn man das kann, werden wir das auch tun. Halt, was liegt da? Ein Mörser und noch ein Mörser. Oha! Moment, die haben da... Ah, M9 Bazookas. Ja, die nehmen wir uns natürlich mit. Kostenlose Panzerabwehrwaffen und das war noch Bazooka. Los! Los! Sehr schön. Ja, Mörser will ich jetzt eigentlich nicht mitnehmen. Nö, finde ich nicht so toll. Nicht in der Mission. Was wollt ihr jetzt schon wieder? Schmeiß mal einmal was zu essen hin, so einen kleinen Knochen. Da, seht mal, hier. Verdammt. Da. Los. Er schmeißt den Knochen. Sie freuen sich tierisch und sterben. Aber ich habe jetzt hier ein Problem. Dieses meinte ich. Hallo? Einmal passt man mal kurz nicht auf, dann sterben alle weg. Dieser Mörser da oben, der wird noch übelst leiden müssen. Habe ich jetzt beschlossen. Und er wird leiden. Auch wenn ich jetzt schuld war, er wird leiden. Los. Los, los, los. Dann nehmen wir uns... Was liegt hier? Ein Panzerscheck. Oder, Moment, habe ich nicht noch eine Einheit? Nö, alle weggestorben. Dann nehme ich mir den natürlich. Leichter MG-Typen ist noch weggestorben. Mann, sterben alle weg. Sehr böse. Und am Limit angekommen. Ich habe jetzt beschlossen, wir werden hier einfach reinhauen. Moment, eine. Wird eine Granate hier. Das wird jetzt fast... Naja, das wird ein Selbstmordkommando. Das wäre zu heftigst. Auch wenn es stylisch aussehen würde, wäre es zu heftig. Den Punkt werden wir nachher noch einnehmen da oben. Ach nee, der hat ein leichtes Maschinengewehr. Will ich haben. Ja, schön für euch. Der Mörser da oben. Der ist nicht toll. Und da wieder drauf gehen. Moment, nee, wir werden es so abschießen, weil ich will das Ding haben. Nicht kaputt machen. Verdammt. Ich will das Ding haben. Ja, genau vor dem hatte ich jetzt Angst. Bleiben hier stehen. Halt, halt!
Och nee, könnt ihr mal wegbleiben? Ja, oder so ein kleines Grüppchen könnt ihr schon herkommen. Wir werden nämlich jetzt was machen. Wir werden jetzt Minen verlegen. Und nicht gerade wenige. Einfach aus dem Grund, weil ich die Mission schon ein paar Mal gespielt habe. Und daher schon weiß, was so passieren wird. Ist ja auch nicht blind. Wie anscheinend schon vermutet wurde. Los, bauen wir noch ein paar mehr hin. Wenn wir so viele Leute haben, geht es ja ziemlich schnell. Munition haben wir eben Überfluss. Also eine Mine, 25. Und wir haben 1250. Platzieren wir noch hier ein paar. Nee, so. Nee. So. Falls da welche vorbei wollen. Kann ja sein, da welche außen fahren seitlich vorbei. Gibt's nämlich. Und ihr werdet dann schon sehen, welchen Grund das hat. Dass wir hier übelst viele Minen legen. Und auch, dass ich beide Panzer oder Pack genommen habe. Also Panzerabwehrwaffen. Panzerabwehrgeschütze. Kanonen. Gut. Ja, legen wir noch da so ein bisschen was hin. Das dürfte auf jeden Fall reichen. Doch. Nee, noch nicht. Nee, das reicht auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Wir legen da noch welche hin. Noch vier weitere. Schön platziert und ja, weil es noch ein bisschen mehr geht, legen wir da noch drei hin und das dürfte jetzt endgültig reichen. Doch, man sieht sie schon, da liegen einige. Nur wir sehen sie natürlich, der Gegner nicht. Ja genau, so viel dazu. Und wir müssen jetzt den Mörser da oben platt machen. Infanteriereserve in Marsch gesetzt. Verstärkung wird eingeleitet. Und unsere Leute verstärken. Mit 28 haben wir es maximal. Passt ja genau. Zu mir, Ranger. Dann können wir die Leute noch so verstärken, soweit. Gut. Gut, dass die nicht abgeschossen werden übrigens. Okay, los geht's, Eagles. Und sobald ich den Punkt einnehmen will, schießt der Mörser hier auf mich. Da ist der Übeltäter. Ganz ein schlimmer. Bunker, schaut aus wie ein Haus. Des 1058. Grenadierregiments. Also, dass es so hohe Zahlen gibt, dachte ich jetzt nicht. Was liegt da denn? Ein unsichtbarer Mörser? Mhm. Sonst haben wir hier nichts. Nein. Ja, okay. Dann werden wir jetzt... Was werden wir jetzt? Wir werden jetzt hier schnell vorbeigehen. Oder nie. Wir greifen hier den an. Los. Den. Nein, der Mörser schießt. Er schießt, er schießt, er schießt. Weg, weg, weg. Jetzt wenn ich schon sage weg, dann bleiben sie erst recht stehen. In den Bunker eine Granate rein. Hier eine Granate rein. Nein! Und hier eine Granate rein. Jetzt los. Mach ich doch schon. Los! Schmeiß doch! Ihr seid so schwachsinnig. Ich weiß, ihr habt Probleme. Aber ihr sollt trotzdem weitergehen. Ist der jetzt endlich mal kaputt? Nee, da schmeißen wir keinen hin. Der Mörser regt auf, wie lange lebt der noch? Mörser, du hast mich jetzt lang genug aufgeregt. Müssen wir zusammenbleiben. Und übelst verstärken. Tut doch was. Schmeißt jetzt eine Granate hin, dann geht's schneller. So, jetzt auf die da oben. Gut.
Bitte nicht zerstören. Ja, aber die haben alle Panzerabwehrwaffen. Moment mal, wenn ich die bewege, die schießen hoch da drauf. Nur eben nicht mit Panzerabwehrwaffen, weil sie sich bewegen. Also dauert zwar länger, aber ich will es lebend. Wenn man so sagen kann. Ja, sehr schön, lebend. Hallo, da ist noch wer. Vielleicht sollen wir erstmal warten. Gut, endlich. Wir gehen jetzt mit dem... Was? Wir gehen mit denen da rein. Und gehen jetzt hier vor. Oh, wow. Was machen die da? Böse. Da rein. Ja, da kommen jetzt ein paar. Auf uns zu und dann geht ihr dorthin. Nicht meinen Bunker beschießen. Nein, nein, nein. Leichtes MG nehmen. Unbedingt. Ist ganz toll. Dann stehen bleiben und alle umhauen. Ja, doch. Ihre Deckung waren natürlich explosive Fässer. Was nicht gerade zum Vorteil von denen war. Nehmen wir das ein. Einnehmen. Fünf. Ach nee, wir können eh keine Verstärkung machen. Bevor ich den Punkt einnehme, werde ich jetzt noch was hinmachen. Hier übelst viel nämlich. Und wir gehen mit den Geschützen dorthin. Das heißt, eins dorthin und eins dorthin. Sollte ausreichen. Gut, wir nehmen jetzt alles ein, was hier ist und werden uns übelst ausbauen bis dorthin. Eben bevor ich den letzten Punkt einnehme. Blind wäre das natürlich um einiges heftiger noch. Ich habe ja aber nirgends mehr Einheiten. Also unten. Hier so. Nee. Alle weg, alle weg. Was liegt da überhaupt? Ach ja, ein MG. Hätte es sein können, wir hätten hier noch Punkte einnehmen können. Munition. Nee, ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Ja, ja. Nicht nervös werden. Donner, Blitz, ja.